Revolver. Revolver. Das ist tatsächlich einfach mal nichts mehr. Ja, hier oben ja auch noch was ist. Jetzt muss man irgendwie da hochkommen. Ja, da stand ein Gegner drauf, oder? Ja. Oder doch beim Rausgehen dann. Ja, die zeigt doch nach oben der Pfeil. Ich muss erstmal kurz durchatmen. Das war etwas zu viel für mich. Er zeigt immer noch nach oben der Pfeil. Das ist die Truhe noch über uns. Da oben ist die. Wir kennen ihre Pläne und können jetzt verschwinden. Hallo, Homura. Ah. Oh. Am Eingang. Ja, das kann ja keiner wissen, ne? Geheimnis gelüftet. Kann ich mal eben schnell aufs Klo. Revelio. Jo. So. Hält sich jetzt noch was? Nee. Ich dachte jetzt schon, hier ist noch ein Gang versteckt. Und der wird nur, wenn ich runtergehe. Aber der wird in sich, wenn ich runtergehe. Okay. Okay, okay. Wir sind fast draußen, Amit. Sieh mal, der Aufzug. Ein willkommener Anblick. Was ist der Aufzug? Dass da runtergefahren sind. Und raus. So. Können wir darüber reden, was gerade passiert ist? Ja. Das war halb so wild, oder? Doch, war es. Ich fürchte, ich hatte genug Abenteuer für einen Tag. Vielleicht sogar für mein ganzes Leben. Danke, Amit. Ohne dich hätte ich es nie geschafft. Wenn es dir nichts ausmacht, muss ich jetzt mit Lodgok sprechen. Verstanden. Dann lasse ich euch allein. Ihre Kobold-Geheimnisse sind bei mir sicher. Doch irgendwann schreibe ich ein Buch über dieses Abenteuer. Ohne weitere Umschweife, lebt wohl. Mach's gut. Ja, die hätten eigentlich gar nicht gebraucht, weil rein theoretisch hätte einfach die Zeichnung mitnehmen müssen. Rebellion. Die hat mir Lockdock gegeben. Gut wäre gewesen. Sie bauen gigantische Bohrer. Wir haben ihre Pläne gefunden. Renrock muss nach den Behältnissen suchen. Ich fürchte, da haben Sie recht. Abgesehen von Schloss Rookwood weiß ich aber nicht, wo er zu suchen plant. Ich habe über noch etwas nachgedacht, was Sie draußen gesagt haben. Ja? Wenn Sie Renrocks Ansichten teilen, warum helfen Sie mir dann? Ich hielt Schloss Rookwood für verlassen, als ich mit meiner Suche begann. Ich hätte nie gedacht, dort eine Hexe anzutreffen in einer improvisierten Forschungsstätte. Sie hat so konzentriert gearbeitet, dass sie mich fast nicht bemerkt hätte. Als sie aufsah, dachte ich, sie reagiert mit Angst oder Verachtung. Aber sie tat etwas, was ich nie vergessen werde. Ohne eine Sekunde zu zögern, lächelte sie und bat mich, Platz zu nehmen. Sie sagte, sie sei Forscherin und zeigte mir einen kleinen, seltsamen Behälter mit einem fremdartigen Symbol.
Sie meinte, er sei aus Koboldmetall, aber konnte ihn nicht öffnen. Sie wollte zusammenarbeiten. Miriam. Ja. Aber woher... Professor Fakes Frau. Er hat mir von ihrer Forschung erzählt. Und ich weiß vom Behälter. Ah. Wie ehrfürchtig sie von Kobolden sprach. Ihrer Intelligenz und ihren Talenten. Damit hatte ich nicht gerechnet. Nie haben mich Hexen oder Zauberer mit so viel Respekt behandelt. Und zu meiner Überraschung ließ ich sie den Behälter untersuchen, wenn ich mich dafür im Schloss umsehen durfte. Wir trennten uns und sie versprach, ihre Erkenntnisse zu teilen. Mehr von Renrocks Leuten kamen und wir begannen zu graben und fanden schließlich das erste Behältnis. Renrock war erfreut über unseren Fund, aber zornig, als ich ihm von Miriam erzählte. Ich sollte keiner Hexe vertrauen. Als ich hörte, dass sie tot ist... Du glaubst, Renrock hat sie ermordet? Ich will es nicht glauben. Aber ich weiß nicht. Es war bestimmt ein Unfall. Da verändert sich etwas in mir. Ich hatte erlebt, wie die Macht der Behältnisse Renrock verwandelt hatte. Und alle anderen auch. Da konnte ich nicht länger mitspielen. Danke, Lord Gok, dass du mir das sagst. Ich sage Ihnen das, damit Sie verstehen, was auf dem Spiel steht. Renrock hat Bragbaws Bücher nie alle gefunden. Aber aus den gefundenen ging hervor, dass Bragbaw irgendwie ein Behältnis gebaut hat, das noch größer ist als das unter Schloss Rookwood. Ihre heutige Entdeckung beunruhigt mich zutiefst. Wenn Renrock erfährt, wo sich das Behältnis befindet, steht uns ein großer Krieg bevor, fürchte ich. Ich finde heraus, was Renrock weiß. Ich schicke meine Eule. Wenn der erfährt, dass der mit Alan uns zusammenarbeitet, ne? Boah. Yay. Ja, haben wir das auch wieder erledigt. Du willst unbedingt dein weibliches Einhorn. Ja. Ja, ab und zu mal gucken kann man doch. Mhm. Ich muss die nächste Prüfung schnell. Meine nächste Besenaufrüstung wird noch beeindruckender als die letzte. Kommen Sie schnell bei Spindwitches vorbei. Aha. Okay. Kriegen wir jetzt einfach so eine Besenaufwertung, obwohl Charlie noch nicht ihr letztes Rennen gemacht hat? Du kriegst die immer vorher und musst ihm ja nach dem Besenrennen sagen, ob die gut war oder nicht. Nein, war schrecklich. Revelio. Männchen. Soll ich verarschen? Nur als Protest kommst du jetzt auf die Schlacht. Zählt das nicht auch, wenn wir das kastrieren und ummodeln? Ein Transgender-Einhorn. Ein Transgender-Einhorn. Eine gute Idee. Das machen wir. Mich wundert es trotzdem, dass hier nur eins ist. Weil das letzte, wie ich das erste Mal hier war, waren zwei hier. Revelio. Ja, wahrscheinlich wollen sie es dem Spieler wirklich nicht zu leicht machen.
Und das kriegst du ganz, ganz, ganz am Schluss. Obwohl, du sagst ja, uns fehlen noch zwei Tiere. Ja. Hier steht halt auch keins mehr rum, oder? Das würden wir ja sehen. Vielleicht hat es sich als Hase verkleidet. Na gut, Aufträge. Was haben wir denn? Schulleiter spricht. Nein. Trifft sich Sebastian in der Katakomben. Der ist wieder da. Das vergessene Ei, Poppy auf dem Dorfplatz. Und mit dem Sebastian spreche ich nicht mehr. Kauf eine Besenverbesserung. Na, gehen wir mal zu dem. Der war aber in Hogsmeade unterwegs. Ne? Yep. Ja, da. Nimm doch die Flamme daneben. Ach nee. Ja, wollte ich ja. Ja, ich habe das nur die Sprechblase da gesehen. Oben. Hex, Hex. So, wir kaufen eine Besenverbesserung. Vorsicht. Na, Platz. Sie immer so im Weg stehen. Schön, Sie wiederzusehen. Wie immer habe ich für Sie einen Sonderpreis für die Besenverbesserung. Sonderpreis? Erhebt Inflation oder nicht was? Mehr Beschleunigung und Geschwindigkeit. Ja, Sie werden diesen Besen lieben. Das verspreche ich Ihnen. Ja, ja. Nimm mal den anderen schon von uns. Fischen. Ja, gut. Die neue Verbesserung ist montiert. Ich bin so gespannt, was Sie davon halten. Das mag vermessen klingen, aber... Sie möchten einen noch ausführlicheren Flugbericht? Sie kennen mich gut. Ich habe es fast geschafft. Ich glaube, ich kann das Besenfliegen noch etwas verbessern. Miss Reyes veranstaltet ein Wettfliegen an der Südküste. Ist allerdings nicht ganz ideal, da sich dort Randrocks-Leute und Erschwinderinnen herumtreiben sollen. Aber wenn sie hoch genug fliegen, sollte ihnen nichts passieren. Glaube ich. Glaube ich. Da bin ich unbesorgt, Mr. Weeks. Ich suche dann Imelda. Ich hoffe, Sie können die Wettflüge abschließen. Ich habe so das Gefühl, dass diese Verbesserung ein Riesenerfolg wird. Aber passen Sie auf sich auf. Ich freue mich schon darauf, von Ihnen zu hören. Ich finde das toll, wie die ganzen Erwachsenen die Kinder in so gefährliche Situationen schicken. Ja. Aber gleichzeitig immer unterschwellig, nee, mach das mal nicht, aber wäre schön, wenn du dann, ne? Das ist so gefährlich, geh doch lieber nicht hin. Das kannst du doch nicht machen. Wieso tust du das? Ja. So, hier wird es nichts weiter geben. Da oben war noch eine Sprechblase in Hogsmeade. Hogsmeade? Ja. Sprechblase? Da. Gebogen Ei. Es ist eine Quest. Ah, okay. Ach ja, Poppy mit dem Ei da. Okay. Ja. Ich würde ja jetzt eigentlich glatt sagen. Ja. Ich gebe dir den Controller und du machst mal schnell die Flugstunde. Nein. Doch. Also die Flugstunde kannst du mal eben schnell machen. Der letzte Flug ist deine. Nein. Doch. Ich kann nicht fliegen, das weißt du doch. Ich treffe gerade mal so die Ballons. Das ist mir sowas von Gurke. Du möchtest doch mit dem Spiel mal fertig werden. Ich hab's. Kommen Sie rein. Verzeihen Sie den Gestank. Neue Lieferung Krötenhaut. Ja, kann jede Menge abgeben.
Ich würde interessieren, wo die alle artgerecht hinsteckt. Ja. Ich glaube, das willst du gar nicht wissen. Mhm. Ja, Männchen, Männchen, ist weg. Sie können gerne wiederkommen. Sie sind jederzeit willkommen. Ja, ich weiß schon, du willst doch meine Tiere haben. Hm. Zum Abendbrot. Und ihr sich selber nicht die Hände schmutzig machen wollen. Ja, genau so ist es. Das ist nur Weltkarte, Weltkarte, Weltkarte. Nie, ob man irgendwie mal Auftragslage jetzt aus. Schatten. Schulleiterbericht. Kartenkammer. Ach so. Die nächste Prüfung, hä? Ja, ja. Ich mach die. Aber sei unfreundlich zu ihm, wir hassen ihn. Wir hassen ihn, okay. Ja, aber hier gibt es einen Händler. Ob es da ein Wesen gibt? Es gibt einen neuen Fluch. Als Belohnung. Mhm, Mysteriös und etwas beunruhigend. Was soll ich tun? Du bist hier. Gut. Bin trotzdem noch sauer. Sebastian, das Relikt, von dem du sprachst. Ich denke, einer von Slytherins Schülern fand das Relikt bei der Aufgabe, Sarkophage in dieser Katakombe zu untersuchen. Aus einem Bericht des Schülers geht hervor, dass er oder sie es nicht mitnehmen konnte. Darum vermute ich, dass es noch da ist. Wie schon erwähnt, verleiht dieses Relikt dem Träger die Macht, schwarze Magie wieder aufzuheben. Wenn es in dieser Katakombe ist, muss ich es finden. Für Anne. Ich muss sie sehen. Was ist denn der Bericht? Mich würde interessieren, was der Schüler noch so entdeckt hat. Sie selbst. Leider steht kein Name drauf. Aber ich denke, wenn es wichtig genug für Slytherin war, um ihn in seinem Zauberbuch zu verstecken, dann sollten wir ihn uns genauer ansehen. Na dann. Erkunden wir die Katakombe. Vielleicht können wir danach einen besuchen. Perfekt. Übrigens hat sich Ominous nach dir erkundigt. Du hast ihm nicht gesagt, was wir machen, oder? Nein, ich schwöre. Gut. Ominous wäre wütend, wenn er wüsste, was wir vorhaben. Nein. Was wir machen. Schülerbericht. Die Arbeit in der Katakombe hat mehr als erwartet zutage gefördert. Mehr über unsere Vorfahren zu erfahren, war sehr erhellend. Aber ich bin auf etwas anderes gestoßen, das ich nicht ignorieren konnte. In einem Bereich hinter dem verfallenen großen Saal, inmitten der umgestürzten Sarkophage, habe ich ein seltsames, geformtes Relikt entdeckt. Ich habe sofort eine enorme Macht gespürt. Es wäre mir eine Freude, dieses Relikt eingehender zu untersuchen, wenn es nur erlaubt wäre, Gegenstände mitzunehmen. Ich möchte diese Katakombe gerne mit dem vergleichen, was ich über sie gelesen habe. Ich brauche keine Erlaubnis, ich nehme einfach alles mit. Mir egal. Ich nehme es einfach mit. Ich bin mir sicher, der übrige Gestank ist der Duft des Erfolgs. Bleiben wir erstmal ganz ruhig. Ich dachte, da war sie draußen. Ja, schön. Gringo! Ich dachte, da war getrollt. Zumindest wissen wir, dass wir nicht allein sind. Schade. Vielleicht war's das. Der Rest der Gruft ist frei von Insekten. Komm, trink. Spinnen sind keine Insekten. Schon gut. Spinnen sind Haustiere. Jawohl. Ja. Wingardium Leviosa. Ich hab auch einen Zauberstab. Was ist denn aufkratzelt? Jetzt war es Spider-Man. Revelio. Velio. Eine Truhe an einem total unverdächtigen Ort. Lüschstrache. Toll. Hast du was gefunden bis jetzt, hä?
Großschnauzer? Nee, also als Maus. Accio. Die alle zu öffnen ist verlockend. Wir sind aus einem Grund hier. Ich denke, wir haben Anlass, sie zu öffnen. Ja, Grabräuberei halt. Stehe ich voll drauf. Revelio. Komm mal. Contrico. Findung. Nein, das wird sich doch wohl nicht etwa einkaufen. Ich habe eine Spinne verloren und ich werde ruhiger schlafen. Revelio. Warte mal, da muss man doch Bewegung machen. Ja. Zärtlich aufschubsen. Hauptsächlich aufschubsen, genau. Außer die Frage, wo geht man hin, links oder rechts? Unten ist noch eine Truhe. Hier ist aber auch noch was. Pass auf, ich wäre fast ausgerutscht. Ja. Oh, ne, komm her. Contrico! Leviosa! Ortego! Ja, greif den an. Der ist aber schon ganz schön geschillt, muss ich sagen. Besser als der Armin. All das Gras. Oh. Wirkt gar nicht mehr wie eine Gruft. Ich habe von Katakomben gelesen, die erweitert werden sollten. Aber es gab Probleme. Viele Einstürze. Und dann wurden sie aufgegeben? Genau. Aber das macht ja nichts. Lass das Gras stehen. Hier wird nichts geraucht. Ich wollte gerade sagen, all das Gras, bis ich begriffen habe, was er meint. Hier wird nichts geraucht, Freund Blase. Lass das alles stehen. Revelio. In so einem Saal wäre ich auch gerne beerdigt. Ja. Du magst das Prunkvoll. Kann ich einrichten. Das kannst du laut sagen. Ist sogar ein Altar. Dein Wunsch ist uns Befehl. Ja. Knochen außerhalb des Sarkophags? Irgendwie seltsam. Hier beim Altar ist etwas. Accio! Revelio. Ein Brief, Alter. War so töricht, das Relikt in meinem Bericht zu erwähnen. Man hat mir zu verstehen gegeben, dass ich es unter allen Umständen dort lassen soll, wo es ist. Aber die Wissenschaft muss vor seiner, was vor meiner Treue zu den Regeln stehen. Ich habe bei diesem Relikt etwas gespürt. Träger von Zauberstäben aus englischer Eiche sollen eine starke Intuition haben. Ich glaube daran. Träger von Zauberstäben aus englischer... Achso. Deshalb habe ich gehandelt, als niemand hingesehen hat. Ich habe zwei magische Barrieren beschworen, um das Relikt zu isolieren. Die Ahnen mögen mir vergeben. Aber ich verwende ihre Gebeine als Schlüssel. Ich plane zum Relikt zurückzukehren, aber erst muss ich mich auf meine nächste Aufgabe vorbereiten, den Imperius-Fluch zu lernen. Dieser Fluch soll sehr effektiv gegen Feinde sein. Ja, den will ich haben. Was ist das? Revelio. Halt die Klappe. Ja, die nehmen wir jetzt mit und die machen wir irgendwo drauf. Das sieht ja schon mal gut aus. Ja, aber noch nicht so ganz so korrekt. Ich denke, wir brauchen mehr Knochen. Das sieht auch noch nicht so ganz aus. Brauchen mehr Knochen. Was haben wir hier noch? Nimm die vom Sebastian. Contrico, Rosada. Contrico, Rosada. Aufschieben. Das holst du. Schade. Aber da. Accio. Sarri Leviosa. Willst du jetzt mit den Knochen die Tür aufbrechen? Was ähnliches. Sarri Leviosa.
Aha. Ah. So, was will ich machen? Ein bisschen Schlüsselknochen. Mhm. Ah, hier ist doch. Jetzt so. Mal fix hier reingucken. Ich glaube, dann kann man auch hoch und können das Zeug da holen. Doch es gibt noch mehr zu tun. Ja, wart mal ab. Wobei es hier schon wieder weiter zu gehen scheint, ja? Ich finde, hier geht's wieder überall weiter, ja. Hier. Dann lass mir das mal außen vor. Es ist jetzt blöd, dass du hier jetzt nicht mal sagen kannst, okay, du machst die Karte auf und guckst. Mal so ein bisschen rum, ne? Ich hatte doch irgendwie nicht das Gefühl nicht los, dass ich mit dem Sebastian reden soll. Ich weiß nicht warum. Ich weiß auch nicht warum. Revelio. Ich hab dem nichts zu sagen. Es ist ein Grab. Gruselige Geräusche sind wohl unvermeidlich. Accio. Revelio. Accio. Dario Leviosa. Sesam, öffne dich. Danke. Oh, ja. Du musst mit ihm quatschen. Also geht's da auf jeden Fall weiter. Hm. Gehe ich erstmal hier nochmal rein. Gut, dass man das auch so testen kann. Ja. Das so im Gesicht, das... Was denn? Nichts. Nichts? Okay. Das ist ja gut. Hey! Hä, wieso brennt das nicht an? Ich jetzt wechsle. Also ich muss mich Finger weg! Finger weg! So. Seite, ja. Dario Leviosa. Accio. Dario Leviosa. Oh nein, keine Seite. Wackelige Knochenbrücke steht. Wackelige Knochenbrücke steht. Ja. Hätte ja eher gesagt, sie schwebt. Aber gut. Es lässt sich drüber streiten. Revelio. Ah, jetzt können wir hier rein. Alles klar. Ups, falsche Taube. Ja. Bisschen zu schwungvoll. Reise zur Sofa. Das zieht übrigens auch zur Sammeltrophäe, wa? Die ganzen Möbel zu finden. Hm.
auch sehr interessant. Sieht aus wie ein Teil eines Schülertagebuchs. Hier steht etwas über das Relikt und die Beschwörung von Barrikaden mit Hilfe von Knochen. Natürlich. Der Bericht des Schülers verwies auf einen Raum hinter der großen Halle. Es kann keine Sackgasse sein. Teilen wir uns auf. Du widmest dich der Sache mit den Knochenbarrikaden und ich gucke, ob wir was übersehen haben. Behalte den Tagebucheintrag. Vielleicht hilft er uns noch. Hier steht noch etwas. Anscheinend war die nächste Herausforderung, den Imperiusfluch zu lernen. Wirklich? Interessant. Konzentrieren wir uns darauf, erstmal hier rauszukommen. Aber lass mich kurz nachdenken. Glaubst du, die Seiten wurden absichtlich hier gelassen? Slytherin erwähnt einen Schüler mit einer Tasche voller Notizen und einem Händchen für Zauberkunst. Vielleicht wurden die Seiten absichtlich zurückgelassen oder der Schüler hat sie fallen lassen. Natürlich. Ich suche nach den Barrikaden. Perfekt. Jetzt dürfen wir ihn da lassen. Da ist mehr dran, als selbst ich gedacht habe. Fertig. falsch. Ich muss ablenken. Also. Na, weg ran. Warte mal, mir fällt gerade noch etwas ein. Gesehen. Das Tagebuch erwähnt den Imperiusfluch. Würde mich nicht wundern, wenn wir ihn hier brauchen würden. Er gilt als unverzeihlich, ist aber nützlich, wenn man in der Unterzahl ist. Damit bringt man das Ziel komplett unter seine Kontrolle. Also, wenn du Imperio lernen willst, bringe ich ihn dir bei. Der kennt den? Ich will den lernen. Frag mal, woher kennst du den? Wo hast du den Imperiusfluch gelernt? Habe ich mir selbst beigebracht. Sag Ominous nichts davon. Das ist nichts, womit man prahlen kann. Aber er könnte nützlich sein. Ich finde, du solltest ihn lernen. Sollte ich nicht erst wissen, was der Fluch für Folgen hat? Du kennst den Explosionszauber? So ähnlich. Allerdings muss bei unverzeihlichen Flüchen die Absicht klar erkennbar sein. Man muss es wirklich wollen. Sei der Fluch. Ich möchte den. Der Fluch könnte noch nützlich werden. Ganz meine Meinung. Ein Zauber, der Leben retten kann, sollte nicht unverzeihlich sein. Es steht viel auf dem Spiel. Du hast eine Fähigkeit, die seit Jahrhunderten niemand gesehen hat. Fokussiere deine Zauberstabbewegungen. Der Zauber ist komplex. Okay. Zing, zang, zung, zung. Oh, schön. Sehr komplex. Imperium. Mal los. Das klingt nach Ärger. Sei auf der Hut. Mhm. Dann machen wir den jetzt noch rein, du. Mach so lange vielleicht das Reparo weg. Oder leg ich ihn da, wo der andere ist. Ja, guck mal, diesen Entwaffnungszauber, den machen wir ja eigentlich eh nie. Was macht der jetzt? Ich glaube, der zieht immer ein Leben ab. Aber der Standard lässt einen Verfluchten mit einem anderen Kampeln. Noch eine Barrikade? So gut wie du dich das letzte Mal geschlagen hast, wird das ein Klacks. Das ist zu nett von dir. Selbstredend. Schleimer. Komm, Ringo. Sieht anders aus als die zuvor. Jetzt haben wir es auch noch mit Runen zu tun. Ah, guck mal, jetzt greift er für uns an. Ach so. Und steckte die vorhin einfach nur fest. Das kann sein. Confringo! Oh, der braucht auch wirklich lange zum Laden gehen. Ja, sonst könntest du ja ganz schnell alle Feinde und dann abhauen. Das würde ich machen. Das ist gerade lustig, dass die alle angreift. Komm her, zack, zack. Und wie lange wirkt der immer? Das
Das will ich ja gerade wissen. Einige dieser Steintafeln haben zwei Runensymbole. Das muss etwas bedeuten. Nee, das ist doch vorbei. Siehst du das? Mhm. Das hat aufgehört. Interessant, aber. Ja. Also auf jeden Fall hast du in dem Kampf eine Unterstützung. Mhm. Kann gut sein, wenn irgendjemand oben auf dem Dach steht oder so. Ja, dann kannst du den verzaubern und der ballert dann die anderen ab. Das ist eine Idee. Und du willst das Binnennetz abfackeln, du Eule. Mach doch nicht, okay. Also Grabräuber wäre auch so ein schönes Hobby oder Beruf. Ja, doch, wird mir auch gefallen. Ne? Gibt's da irgendwie Umschulungen für? Folge der Symbole auf den Tafeln ziehen. Dann wollen wir im Arbeitsablauf fragen. Diese Katakombe ist verfallen. Genau wie es im Bericht des Schülers stand. Ich glaube, hier war schon lange niemand mehr. Wo ist im Bericht des Schülers stand? Hier komme ich jetzt einfach durch. Durch. Perfekt. Subi. Okay. Das war ja leicht. Revelio. Du musst die ganzen Spinnendinger auch mal alle abfackeln, jetzt kannst du einfach durchlaufen. Mhm. Was? Blub. So, wir müssen da hinten rein. Da waren wir schon, da kommen wir her. Vielleicht müssen wir die Griffe in der Reihenfolge der Symbole auf den Tafeln ziehen. Vielleicht müssen wir die Griffe der Reihenfolge auf den Tafeln ziehen. Okay. Aha, also wenn ich jetzt quasi den ziehe und dann den ziehe, dann geht die Tür auf. Das hat geklappt. Wir haben Knochen. Juhu. Dürfen auch bei keinem Kindergeburtstag so fehlen. Die. Eine Truhe mit 22 Gold. Knausrige Alte. Okay, also das. Das. Knochen. Und dann hätten wir das letzte Türchen. Das war ja echt Arbeit von dir. Ich bin stolz auf dich. Und noch dämliche Witze reißen, der Junge. Ah, du wirst mir langsam ganz schön zu schleimig, hä? Bleib mal ein bisschen auf Abstand, ja. Aber ich finde das echt heftig, wie schnell die Tipps geben und das auf. Weißt du, auf leicht klar, kann ich das noch verstehen. An diesem Ort so fasziniert hat. Aber wir spielen auf normal. Die muss ich verzaubern, ja. Ja, mach doch mal. Bin nicht bereit. Bin nicht bereit. Attacke, meine kleine Monsterspinne. Das gefällt dir, ne? Ja. Meine Spinnen auch. Guck mal. Ist er nicht süß? Ja. Oh, jetzt will sie spielen. Ja, ich muss mal ein bisschen erziehen. Komm in meine Arme.
Und mach Sitz. Stell dich tot. Platze. Einen Moment lang dachte ich, das hört nie auf. Gut erzogen. Kampf ohne Megapower. Revelio. War doch jetzt gar nicht so schwer. Komm, Trinko. Ah, jetzt muss ich wieder frei brennen, ja? Ja, sonst komme ich nicht durch. Ah. Ich glaube echt, das war vorhin ein Bug. Das sollte da gar nicht mehr sein. Sackgasse. Na toll. Alles umsonst. Warte ja, mal. Geh nach Hause. Geh nach Hause. Ich kläre das hier. Ja. Oder bleib hier. Geh einfach wieder schon mal alleine zurück. Kann ich genug tragen, ja. So, was haben wir denn? Aha. Sehr interessant. Das Relikt birgt ungeahntes Potenzial. Seine Möglichkeiten könnten nicht nur der Welt der Zauberei von Nutzen sein, sondern der ganzen Menschheit. Aber das dunkle Opfer, das nötig wäre, um seine Funktion zu enthüllen, ist kein kleines. Bitte das Relikt nicht entfernen, bis wir mehr wissen. Okay. Ich hätte da ein kleines Opfer. Ist das möglich? Für die Wissenschaft. Der Eintrag und die Darstellung des Relikts. Es passt. Hier muss der Schüler das Relikt hinterlassen haben. Unglaublich. Endlich passt es zusammen. Wir haben es gefunden. Was glaubst du, bedeutet das mit dem dunklen Opfer, das Potenzial des Relikts zu enthüllen? Keine Ahnung, aber wir sind wegen des Relikts hier. Wir brauchen das Relikt. Egal, was im Tagebucheintrag steht, wir nehmen uns das Relikt. In Ordnung. So soll es sein. Für Anne. Ich nehme es. Bringen wir es nach Feldcroft. Nix für Anne. Wir nehmen das. Ich muss das Relikt geheim halten. Vor allem du Arschloch, gib mir mein Relikt wieder. Und deine gegen Griffeln davon. Gib das jetzt her. Ach, na toll. Wir wurden entdeckt. Ominous, die Geräusche, die wir hörten, das warst du. Ich hatte keine Wahl. Ich musste euch folgen. Sebastian, bitte lass das Relikt in Ruhe. Wir können Anne sicher auch anders helfen. Es tut mir leid, Ominous, aber ich nehme es. Das machst du nicht. Wenn du es nicht zurücklegst, mache ich es. Hört auf, alle das beide. Aufs Maul. Bitte, Sebastian, jetzt beruhige dich. Gut. Popcorn nehmen aber und Ominous zuschauen. Weiß, dass ich vor keinem Kampf zurückschrecke. Ach, na dann. Ach, überzeuge, Ominous, okay. Hey, mach ihn platt. Gibt es noch nicht. Wie viel hast du mit angehört? Alles. Ich habe gehört, dass du Sebastian ermutigt hast, das Relikt zu nehmen. Sebastian hat an alles gedacht. Er weiß, was er tut. Sebastian lässt die Dinge einfach klingen. Auch wenn sie unmöglich sind. Oder gefährlich. Wir müssen ihn aufhalten. Und wenn nicht, seine Meinung ändern wird? Es muss etwas geben. Ich brauche deine Hilfe. Also wenn wir jetzt sagen, okay, wir reden mit Sebastian, werden wir bestimmt Sebastian aufs Maul hauen. Wenn wir jetzt sagen, nein, das kann nicht sein, Sebastian hat recht, dann hauen wir Ominous aufs Maul. Ja. Ich mag Sebastian nicht. Du hast recht, das scheint alles viel riskanter zu sein, als Sebastian denkt. Gut, wir sind uns einig. Wir lassen nicht zu, dass er das Relikt mitnimmt. Ich glaube, wir sollten mit ihm reden. Aber ich befürchte, es hält ihn nicht davon ab, das Relikt zu nehmen. Was schlägst du vor? Ich schlage vor, wir verhandeln. Wir lassen Sebastian das Relikt unter einer Bedingung mitnehmen. Danach ist Schluss. Ich dachte, darauf hätten wir uns im Skriptorium geeinigt. Du verkaufst mich doch für dumm. Tu ich nicht, Ominous. Es könnte das Einzige sein, das eure Freundschaft retten kann. Vertrauen wir darauf, dass er weiß, was das Beste ist. Na gut, wenn ich ihm vertraue, vertraue ich auch dir. Die dunklen Künste wirken ungefährlich, bis es zu spät ist. Dann geht. Nehmt euer Relikt. Mehr sage ich dazu nicht. Hey, jetzt haben wir ihn noch überzeugt. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Sebastian, wir sind soweit. Ich dachte, wir sollten Sebastian... Ominous schon. Gehen wir. Was? Ominous? Komisch. Ich erklär's unterwegs. Komm.
Und hallo, guten Abend. Centurio Pandarius. Hm. Guten Abend. Muss ich dich kennen? So, da war ich schon mal da. Er schreibt nicht zum ersten Mal. Echt? In meinem Chat? Ja. Ja. Ich habe den Überblick verloren. Und? Was habt ihr besprochen? Bin ja sehr aufmerksam. Ein Moment mit dir reicht also aus, damit Ominous seine Meinung ändert. Hm? Ja, musst du. Du hast für mich schon gearbeitet. Wir sollten dir diese Chance lassen, dass das Relikt zu wichtig ist. Da muss doch mehr dahinter stecken. Sag es mir. Wir haben uns geeinigt, Sebastian. Du hast mein Wort. Hast du dich umbenannt? Ich wollte das nie vor Ominous geheim halten. Er versteht es einfach nicht und ich wollte nicht, dass er sich wieder sorgt. Hat Trump jetzt eine Vase kaputt getreten? Trump? Trampel. Ach, der Trampel. Der hat eine Vase kaputt getreten. Mhm. Als wir gegangen sind, wollte Ominous mich nicht mal ansehen. Das war seltsam. Er war aufgewühlt, Sebastian. Wir haben uns zwar geeinigt, aber das Ganze war nicht leicht. Ich dachte, er versteht es. Er wusste, wir können nicht aufgeben. Es ist viel zu wichtig. Für Anne. Ich darf nicht fliegen, ernsthaft. Lass mich raten, Sebastian hat seine Zaubernüsse vergessen. Kann jetzt nicht fliegen oder was? Wenn wir nach Feldcroft kommen, sollte er nicht erfahren, was wir für dieses Relikt tun mussten. Sie denkt wie uns. Es würde sie nur betrüben. Wieso hast du die Kuh eingefroren? Nein, habe ich nicht. Oh nein, kannst du ja mit dem Pulso. Was ist los? Was ist denn? Du bist doch genau hier. Beim Dorf. Komm. Wo muss ich hin? Da bist du blöd, Junge. Ich stehe genau neben dir. Und außerhalb des Auftragsbereichs. Ärger in Feldcroft. Es wird angegriffen. Oh mein Gott. Geil. Ich habe einen neuen Zauber. Du weißt ja nicht, mit wem du dich anlegst. Geh zu dem zum Zauber. Hol dich die alle. Los. Lass mich runter! Das ist cool. Ja, ne? Das gefällt mir. Konfringo! Ich will auch nicht mal auf uns. Verstehe ich aber das Pandarius. Ah, fuck. Er hat sich hinterm Zaun versteckt. Ah, oh, keine Rotte, ne? Damit kommst du nicht davon. Komm mal her. Na, schön, dass die alle gegen den Zaun schießen, oder? Oh, sie hat ihre Tage. Und ja, ein Tampon. Der hilft dir ja schon. Imperio! Jung!
Junge! Was hast du getan? Ich habe Anne gerettet! Mit einem unverzeihlichen Fluch! Aus diesem verdammten Buch! Dein Vater würde sich schämen. Du bist zu weit gegangen, Sebastian. Bleib fern von ihr. Von uns allen. Ich hab den aber auch gemacht von den Zaubern. Was hat mein Onkel denn von mir erwartet? Der Imperius-Fluch hat Anne das Leben gerettet. Dieser Kobold hätte sie getötet. Das war nicht richtig. Es war nicht viel Zeit zum Handeln, aber es war ein unverzeihlicher Fluch. Ich habe impulsiv gehandelt, mehr nicht. Ich bringe meinen Onkel zur Einsicht. Er kann mich nicht aus meinem Haus verbannen, mir meine Schwester nehmen. Vielleicht muss er sich erst etwas besinnen. Kann ich mit ihm reden? Möglicherweise kann ich die Gemüter ein wenig beruhigen. Vielleicht hast du recht. Na gut, vermutlich ist es besser, wenn ich erstmal verschwinde. Wir sehen uns in Hogwarts. Aber ich verstehe das immer noch nicht. Wir wollten in der Höhle, wollten wir ihn noch davon überzeugen, das nicht zu tun. Jetzt haben wir ihm geholfen, alle sind sauer auf ihn. Obwohl das ja jetzt nichts mit dem Relikt zu tun hatte, sondern den Fluch. Und den haben wir ja sogar von ihm gelernt. Ja, komisch, ja. Hä? Pass mal auf. Komm mal her, Daddy. Ich zeig dir jetzt mal, wie der Fluch funktioniert, ja? Onkel. Ist der Onkel. Ist egal. Warte, lädt noch. Da geht nicht. Da geht nicht. Was dachte er sich nur? Guck mal, ich hab... Wie sind die hier? Ja, die Tierstäbchen. Das geht oder was? Wunderkerzen, genau, Wunderkerzen waren. Oh Mann. Cool. Verzeihung, Mr. Sallow. Was Sebastian getan hat, ist unentschuldbar. Das kannst du unmöglich verteidigen wollen. Genau, ich stimme dir zu. Ist ja auch schon. Sebastian mag leichtsinnig gewesen sein, aber er wollte Anne retten. Aus Instinkt? Mit einem unverzeihlichen Fluch? Unsere Familie benutzt keine schwarze Magie. Nicht einmal gegen unsere Feinde. Was Sebastian getan hat, ist unverzeihlich. Dass du Sebastians Verhalten verteidigst, verrät mir alles, was ich wissen muss. Du bist genauso schuldig wie er. Sebastian wird Feldcroft von nun an fernbleiben. Und auch Anne. Unverzeihliche Flüche heißen aus gutem Grund so. Falls einer von euch diesen Pfad weiter beschreitet, falls einer von euch schwarze Magie anwendet, informiere ich sofort den Schulleiter. Machen wir schon die ganze Zeit. Warum, Sebastian? Ich glaube, ich bin von zu Hause davon. Wir treffen uns in der Nähe von Hogsmeade und überlegen uns einen Plan. So ein Ding brauchst du für Silvester. Verfluche, ne? Dich. Ich verfluche dich. Ente. Ich hab dich verflucht. Aha. Fein sagt er. Mit Räucherstäbchen. Schwarze Zauber ist nicht gestattet. Guck mal, die sind echt wirklich jetzt nicht grün. Ich sag nicht schwarze Zauber, das ist ein grüner Zauber. Nee. Pfeife. So, sprich mit Sebastian in der Krypta. In der Krypta, das war doch hier oben. Da. Die Glockenturm. Geheime Räume? Kartenkammer? Nee. Wo war denn die Krypta? Nicht. Da auch nicht. Pandemieflügel. Da auch nicht. Nordturm, Glockenturm. Auch nicht. Hä?
Trophäenraum, große Halle, Viaduktenhof. Konntest du da denn überhaupt hinreisen? Ja. Das ist doch hier. So, Verteidigungsraum in dunkle Künste. Ist das nicht das? Ja. Keine Ahnung. Hier haben wir wieder eine neue Quest übrigens. Ja? Ende gut. Ende alles gut. Alles gut. Mhm. Das ist doch fix Unterrichtsraum. Das ist doch genau hier. Hä? Ich bin mir sicher. Den gab's da keinen Reisepunkt in diesen komischen Raum rein. Ich dachte. Ich dachte, da gab es einen. Na gut, dann halt nicht. Das ist mir gerade eingefallen. Was? Zur Bumsbauten sind fertig. Ja, willst du dann nicht noch die letzten 5 Minuten deine Bumseier abholen? Ja, komm. Dann schließen wir das nächste Mal ab. Nee, komm. Die Bumst, wir machen Hast du meinen Onkel gesprochen? Ich wünschte, ich hätte bessere Nachrichten von deinem Onkel und Anne. Und? Was hat er gesagt? Ich fürchte, er will dich nicht in der Nähe von Fatcroft sehen. Oder Anne. Ich musste verhindern, dass der Kobold meine Schwester tötet. Er wollte mir meinen Zwilling nehmen. Wenn er denkt, dass ich Anne dadurch aufgeben werde, irrt er sich gewaltig. Er hat auch gesagt, er könne den Einsatz von schwarzer Magie nicht dulden. Und sollte er hören, dass wir sie nutzen, geht er direkt zu Professor Black. Ha! Dieses Relikt, schwarze Magie oder nicht, wird Anne retten. Den Fluch umkehren. Ich werde Anne nicht verlieren. Ich schicke Anne das Wappen. Öfter so. Dann weiß sie, dass wir uns treffen müssen. Ich kann dir nicht ganz folgen. Ach nichts, nur ein Gedanke. Jetzt bin ich fest entschlossen, die Macht dieses Relikts aufzuspüren. Oh. Was meintest du damit, Anne ein Wappen zu schicken, damit sie sich mit ihr trifft? Wir hatten unsere Eltern verloren und packten, um zu Solomon zu ziehen. Wir konnten nicht alles mitnehmen. Sie ordnete sorgfältig ihre wertvollsten Besitztümer. Eine Kiste mit Dingen, die sie an unsere Familie erinnerte. Schmuck, Karten, alte Fotos. Sie kam zu ihrem Lieblingsstück, einem handgefertigten Wappen, und reichte es mir, ohne zu überlegen. Das wird dich beschützen, sagte sie. Es ist nicht verzaubert, aber ich trage es immer bei mir. So erreiche ich Anne. Ich werde ihr das Wappen zukommen lassen mit Plänen für ein Treffen. Vorsicht, Sebastian. Dein Onkel könnte es abfangen. Dann fliegen wir von der Schule. Auch wenn Ominous wütend auf uns ist, hat er nichts für seine Familie übrig. Er würde ihre Beziehung zum Schulleiter nutzen, wenn wir seine Hilfe bräuchten. Okay. Dann warte ich, bis ich von dir höre. Danke. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass du mir bei all dem zur Seite stehst. Hatte ich eigentlich nicht vor. Ich schicke eine Eule, wenn ich mehr weiß. So, wie du siehst, konnten wir das auch noch abschließen. Ja, und abgeschließt. Dann, alles abgeschließt. Und dann darfst du das nächste Mal die Bumstiere holen. Oh, cool.